Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unserem Paladin. Ja, ich hatte gerade die Aufgabe bekommen vom Hauptmann uns. Ja, nochmal neu. Ich habe beim Hauptmann die Aufgabe abgegeben und er hat uns Folgeaufgaben bekommen. So war das. Und dann hat er uns erst nach zur Drachenöde geschickt. Das habe ich jetzt aber nochmal rausgeschnitten und neu angefangen, weil wir werden über 6 Minuten geflogen. Das wäre doof für die Folge, wenn die nur so 15 Minuten geht, wenn wir die Hälfte der Folge nur von A nach B fliegen. Das wollte ich euch doch jetzt nicht antun. So, dann gucken wir mal, was wir da müssen. Wir erstmal ein paar Skelette oder irgendwas müssen wir killen. Krieger, Runen, Magier, das seid ihr. Ja, komm hier, dich auch. Das ist zu weit entfernt. Na, komm mal hier. Oh, euch drei auf einmal wieder. Das geht relativ schnell. Zack. Sehr schön. So. Und da haben wir schon den ersten Schlüssel. Das ist schön. So, dich holen wir auch noch. Müssen ja genug von euch killen, also ist das kein Problem. Dann können wir dich auch noch holen. So, ja, was gibt's Neues? Die Aufnahmesession, ich nehme direkt 4 Folgen in Folge auf, deswegen gibt es eigentlich nichts Neues, worüber ich reden kann, weil ihr wisst es, ich nehme einen Voraus auf, man kann über nichts Neues reden. Wenn ich jetzt über die Wahl von Hessen rede, was gerade so aktuell bei uns ist, was bei euch schon war, ist da schon wieder lange her. Mal sehen, was bis jetzt schon wieder passiert ist. Deswegen ist es immer so blöd, ein bisschen über was zu reden. Aber wie ihr wisst, ich probiere immer einmal die Woche Livestream zu machen. Das werde ich vielleicht auch wieder morgen Abend machen. Also das habt ihr dann mittlerweile auch schon wieder gesehen. Das muss ich gucken. Nicht morgen Abend. Was sage ich denn? Mittwochabend wahrscheinlich. Ja. Sonst gibt es nichts Neues. Die Folge müsste für. Wann wäre denn. Diese Folge ist in 3 Wochen schon. Ja, das ist doof. Ich habe teilweise einmal nur in der Woche Zeit zum Aufnehmen. Deswegen da muss ich immer schön viel aufnehmen. Also eigentlich alle 2 Wochen kann ich wirklich nur an einem freien Tag aufnehmen. Ansonsten ist der Rest der Woche. Kann ich halt nur mal so ein bisschen spielen abends, so ein bisschen für mich. Aber so viel aufnehmen ist da nicht. So, da wollen wir mal hier hoch. Muss ich euch auch töten? Nein. Gut, hier gehen wir mal kurz wieder weg von denen. So, aber gefangen haben wir erst einen. Ja, hier sind noch mehrere. Na komm, hier. Dann wollen wir mal ein paar zusammenziehen. Na komm, er hier. Ihr werdet doch wohl auch ein paar Schlüssel bei euch haben. Zack. Habe ich immer noch gefroren, wenn ich das benutze? Ist ja unglaublich. Muss ich ja nicht den töten? Nee, noch nicht. Zack. So, komm, dich besiegen wir nochmal schnell. Dann gucken wir mal, wie viele Schlüssel wir da drin haben. Ein und eine Aufgabe. Die Aufgabe nehmen wir gleich mal an. Dich befreien wir gleich mal. So, dann geht's weiter. Zack. Ich esse euer Herz. Warum will der unser Herz essen? Was hat der unser Herz? Weil wenn der unser Herz essen will, das ist echt klein für den. Da hat er ja gar nichts. Zack, so, schmetzen wir uns gleich mal wieder durch. Zack. So. Kurz hochheilen. Ich habe kein Ziel. So, und haben wir. Sehr schön. So. Ah, 2 Schlüssel. Ich kann das nicht plündern. Warum kannst du das nicht plündern? So, komm, dich lassen wir auch mal raus.
brauchen, glaube ich, doch nur den einen Schlüssel. Brauchen wir nicht einzeln machen. Dann machen wir halt mehrere gleich. Ja, siehst du, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch zwei Schlüssel. Das ist zu weit. Komm du mal mit. Du kommst auch mit. Stellen wir uns mal hier hinten hin, wo nicht dieser Große da zu uns kommt. Dann müssen wir auch noch da von den Wikingern töten. Ich nenne sie immer Wikinger, ne? So, haben wir schon wieder einen Schlüssel. Sehr schön. Wie viel brauchen wir von euch noch? 5. Ich esse euer Herz. Komm, du kommst auch noch. Dann gehen wir hier mal so mittig. Mal Glück haben, dass da vielleicht nichts kommt. Heilen wir jetzt einmal hoch. So, zack, besiegt, besiegt. Ich habe kein Ziel. Sehr schön, haben wir auch besiegt. So. Zack, dann brauchen wir... Nehmen wir dich mit. Dich. Und dich brauchen wir auch. So, zack. Dann haben wir noch ein paar Zauberer. Und Runenmagier erwischt. Ja, ist klar, hat er mich festgefroren. Ich brauche ein Ziel. Ja, davon brauchen wir noch zwei. Jeweils zwei, sehr schön. Na komm, aufmounten. So. Wo sind denn noch mehr, außer einzeln? Hier ist keiner mehr. Und in den Katakomben, da müssen wir glaube ich als nächstes rein. Müssen wir uns doch erstmal den einzelnen holen, bevor die anderen wiederkommen. Wo war der denn da? Hier. Können wir da oben nochmal gucken, ob da was ist. Das glaube ich gar nicht, dass da oben noch was war. Sehr schön auf Mountain. Na doch, da sind noch welche. Aber auch die anderen wollen wir gar nicht. Na komm, dann nehmen wir euch auch noch mit. Mal gucken, das war jetzt glaube ich ein bisschen viel. So, einen hauen wir mal rein. Zack, dann heilen wir uns mal. So, die haben wir auch geschafft. Die haben wir auch. Da kommt schon der nächste, das ist sehr schön. Komm her in unsere Reihen. Ich habe kein Ziel. So, haben wir. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ein Krieger. Ein Schlafwächter. Da haben wir den Krieger schon mal. Ich esse euer Herz. Ach Mensch, unser Herz gibt's nicht zu essen. Den töten wir jetzt ja gerade hier. Ich esse euer Herz. Ach, der will auch unser Herz essen. Oh Mann. Dass die immer Herzen essen wollen. Zack. Haben wir. Zack. Und. Sehr schön. Dann mounten wir mal auf. Hier, komm da. Dann nehmen wir euch beide halt. Zack. So, zack, zack, zack. Haben wir. Den wollte ich gar nicht pullen. Jetzt habe ich den doch gepullt. Ah, ist egal. Komm, Erfahrungspunkte. Zack, haben wir.
Sehr schön. Passt perfekt. Was liegt denn hier? Auf dem Besen kommt er hier lang geflogen. So, dann gehen wir die Aufgaben mal ab. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Dann fliegen wir mal zum Hauptmann zurück, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was er uns so als nächstes aufgeht. Ich glaube, danach müssen wir in die Katakomben. Ich glaube, das war so. Und oben auch die Fledermäuse töten, die Nekromanten, die da rumlaufen. Also diese komischen Zauberer mit dem Hut, die müssen wir, glaube ich, auch noch killen. Ach, hier haben wir echt noch viel, viel zu tun. Und das ist... Das sind wir gerade mal Level 70, ey. Level 70 erst. Mann, Mann. So. Genau, dann fliegen wir jetzt dahin. Dann gehen wir das ab. Dann gucken wir mal, wo uns gleich als nächstes wieder hinschickt. So. Und rein in die Burg. Guten Tag, guten Tag. Sehr schön. Hallo. Redet mit mir. Seid so, auf der Hut. Die Aufgabe ab. Jetzt? Die Aufgabe gehen wir ab. Grüße. Die Aufgabe gehen wir auch mal ab. Kriegen wir hier eine Folgeaufgabe. Man sieht sich. Sag ich, jetzt müssen wir da wieder hin. Aber Leute, wisst ihr, was wir auch noch machen können, was ich ganz vergessen habe? Wir können uns mal zum kopflosen der kopflose Reiter anmelden. Also jetzt würde ich jetzt fliege ich sowieso wieder in die Richtung erstmal zurück. So, wo sind wir denn da hinten? Na, wir fliegen schon mal hin. Ich komme da gleich noch mal schneller rein. Ich weiß gar nicht, was wir da genau da mussten. Wir, glaube ich, nur den einen töten. Durchschnittliche Wartezeit 1 Minute. Na, mal gucken. Das müsste eigentlich immer schnell gehen. So, was? Die Aufgabe können wir eigentlich mal abbrechen. Das ist doch hier unten, ne? Genau, die brechen wir mal ab. Dann ist die schon mal verschwunden. Das ist dann die. So, Beobachter. Diese Kreatur müssen wir töten. Den da oben müssen wir töten. Na, kommen wir noch rein? Kommen wir noch rein? Zehn von denen müssen wir töten. Komm her hier. Drüben waren, glaube ich, so richtig viele von denen. Da können wir mal gleich hinfliegen. Zack. So, haben wir. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Jetzt kommen wir rein. Dann gehen wir da nochmal schnell rein. Ich glaube, das war eigentlich nur der Boss in der Mitte, ne? Ah, Lordaeron, ne? Ah, müsste Lordaeron sein. So, sprech mal an. Erheb dich, Reiter. Ihr seid am Ziel. Die Suche ist vorbei. Das Schicksal soll entscheiden, wer der Sieger sein wird. Ja, zack. Da kommen wir. Ach, der Kopf ist weg, schade. Kopflose Reiter, komm mal her hier, zeig mal, ja, was du kannst. Oh, ein Treffsicherheitsziel, Vierschaftsziel, meine ich, Entschuldigung. So, heilen wir uns mal. Da ist er schon besiegt, da ist er schon besiegt. Gleich, Entschuldigung. Hier bin ich. Ich muss zuerst etwas mein Körper rein. Eure Seelen sind bald mein.
Oh, das hat sich aber gereimt. So, zack. Oh, aus dem Feuer gehen, ne? So, zack. Das ist zu weit entfernt. Hier bin ich. Ich brauche ein Ziel. Mein Körper rein. Eure Seele. Mensch, wie oft geht denn das, bis wir den Kopf besiegt haben, oder was? Soldaten, erhebt euch! Soldaten, immer weiter! Erhebt euch und kämpft immer weiter! Den Sieg zum gefallenen Reiter! Den Sieg zum gefallenen Reiter! So, zack. Dieses Ende. Sehr schön, haben wir es geschafft. Welch neue Abenteuer hat das Schicksal zur Hand? Was gibt's da jetzt Spezielles? Öffnen. Oh, eine Maske. Oh, das wäre das Rostbekommer, ne. Finger, Level 110. Oh, jo. Das ist schön. So, dann gehen wir mal hier gleich wieder raus. So, Leute, aber wir sind mal wieder fertig mit der Folge. Wir sehen uns wieder nächste Woche in einer weiteren Folge. Let's Play WoW mit unserem Paladin. Falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, kommentieren, Abo da lassen. Es würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.